BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Tag alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Europa League-Rückspiel zwischen dem FC Porto und Borussia Dortmund. Ich begrüße ganz herzlich auch unseren Defensiv-Allrounder Manni Bender hier auf dem Podium. Und wir warten wie immer auf Ihre Fragen und ein kurzes Handzeichen. Danke. Boa tarde a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos aqui para a conferência de imprensa na véspera do jogo da Liga Europa entre o Futebol Clube Porto e o Borussia Dortmund. Queremos também dar as boas-vindas ao... Sven Bender. Ao jogador Sven Bender, que está aqui presente também para responder às vossas questões. Es ist ja ein Platz frei in der Innenverteidigung. Wie groß ist deine Zuversicht, dass du den besetzen wirst? Ja, ich bin zuversichtlich, also dass ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt morgen zum Einsatz komme, aber ich denke, dass ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch viel zum Spielen komme, denn wer auf unser Programm guckt, der weiß, dass wir sehr, sehr viele Spiele in kurzer Zeit haben und natürlich weiß ich auch, dass Sokrates jetzt ausgefallen ist und ja, dass der Platz frei geworden ist. Aber ob da dann vielleicht Neven spielt oder ich spiele, das werden wir morgen sehen und ihr dann dementsprechend auch. Muito bem, a pergunta. Fica um lugar disponível na defesa, portanto, como defesa central, devido à lesão do jogador Sócrates. A pergunta é se, portanto, há garantias de o Sven Bender jogar amanhã. Portanto, ele responde, não sei, temos muitos jogos pela frente durante este período, portanto, temos que gerir também o esforço. Amanhã veremos se irei jogar. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Hallo Sven, für Portugal. Im Hinspiel war der FC Porto nicht so offensiv in Dortmund. Also Dortmund hatte fast keine Defensivarbeit. Was erwartet ihr morgen? Einen offensiveren FC Porto, mehr Arbeit für die Defensivabteilung? Ja, wir erwarten auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel. Porto hat jetzt natürlich die schlechtere Ausgangssituation, aber im Heimspiel wollen wir es zeigen. Und natürlich ist es für sie auch ein Spiel ja alles oder nichts. Und ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall offensiver auftreten werden. Und wir müssen darauf vorbereitet sein und unseren Job machen, ein gutes Spiel machen. Und ja, dann haben wir die Chance, weil wir einfach die bessere Ausgangssituation haben, um dann auch in die nächste Runde einzuziehen. No primeiro jogo, o Futebol Clube Porto jogou de forma pouco ofensiva, pelo que o Dortmund teve pouco trabalho defensivo. Esperam para amanhã encontrar um Porto mais ofensivo e, como tal, obrigar mais trabalho à defesa. Esperamos que o jogo seja diferente, portanto, será um jogo de tudo ou nada, sobretudo para o Futebol Clube Porto, que parte em desvantagem para esta eliminatória, mas temos de estar preparados para de facto, encontrar um Porto mais ofensivo. Noch einmal die Frage nach weiteren Fragen. Lasst uns nicht so lange warten, Sebastian Wessling. Mach du erst, Dirk. Dann mache ich erst, genau. Ja, du hast gestern deinen Vertrag verlängert. Auch bemerkenswert 5 Jahre gleich. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen den Abwägungsprozess, den du da auch jetzt durchgemacht hast, beschreiben? Ja, kann ich. Ich weiß, dass 5 Jahre eine sehr, sehr lange Zeit sind. Und ich hätte 5 Jahre nicht verlängert, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ich die 5 Jahre auch hier verbringen will. Und für mich ist das eine riesen Herausforderung. Der Verein hat mir unglaublich viel gegeben. Und ja, dieser Verein bedeutet mir auch extrem viel. Und deswegen bin ich erstens sehr, sehr froh, dass ein langfristiges Angebot gekommen ist und dass wir uns geeinigt haben, auch diesen Weg gemeinsam fortzusetzen. Ja. Natürlich bin ich im Alter, wo mir auch bewusst ist, dass es auch andere Optionen gibt und mein Vertrag lief jetzt nicht mehr allzu lange und ja, da musste ich natürlich auch abwägen, ja, was möchte ich in Zukunft haben und in meinen Überlegungen war sehr, sehr viel drin, ich habe alles ein bisschen auch verarbeiten müssen, wie was in der Vergangenheit gewesen ist, was möchte ich in der Zukunft haben und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass für mich die beste Perspektive und ja, die beste Aufgabe für die nächsten 5 Jahre Borussia Dortmund heißt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt auch ja, keinen zweiten BVB gesehen, wo ich hätte hinwechseln können. Also von daher macht es Sinn, beim einzigen BVB zu bleiben.
Ontem prolongou o contrato por 5 anos. Poderá descrever o que é que está por trás desta decisão em prolongar o contrato? Resposta. 5 anos são efetivamente muito tempo, mas se assinei por 5 anos foi na convicção de que quero de facto cumprir os 5 anos neste clube, que me diz muito e no qual estou bastante satisfeito. Estou numa idade em que sei que existem outras opções, pelo que ponderei, tive que ponderar muito, tive que olhar para o passado, o meu passado no clube, tive que olhar para o futuro e decidi-me por ficar de facto neste clube, porque não vejo neste momento outro clube igual ao Dortmund no qual eu possa jogar. Sebastian Westing. Porto ist eine sehr heimstarke Mannschaft und nach allem, was man hört, ist die Stimmung hier auch außergewöhnlich. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? Bereitet man sich überhaupt auf so etwas vor? Wie ist das so bei euch Thema? Ja gut, die meisten von uns haben sehr, sehr viele internationale Spiele auch schon gemacht in den letzten Jahren und es ist häufig der Fall, dass wir in ein Stadion kommen, wo extrem gute Stimmung ist, wo extrem heimstarke Mannschaften auf uns treffen und da ist die Vorbereitung immer sehr, sehr ähnlich. Wir werden so konzentriert wie möglich ins Spiel gehen und sind heute Abend nach dem Training dann auch sehr, sehr gut eingestellt und vorbereitet. Und wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist das Wichtigste, wenn man weiß, was passieren kann. Und dann ist man voll fokussiert und konzentriert und das werden wir morgen sein. O Futebol Clube Porto é muito forte em casa e costuma ter um ambiente extraordinário a apoiar a equipa. Como pensam fazer a preparação para este jogo? Jogamos muitos jogos, estamos habituados a jogar muitos jogos internacionais e a preparação que fazemos para todos eles é semelhante. Iremos entrar concentrados, sabendo obviamente o ambiente que pensamos encontrar. Iremos também hoje no treino mais uma vez focar portanto, todos os aspectos para amanhã estarmos perfeitamente focados no jogo. Felipe, bitte. Ja, Sven, die Fans haben ja eindrucksvoll dargestellt, wie sehr der Wunsch ist nach dem Titel in dem Wettbewerb. Welchen Stellenwert hat denn der Wettbewerb für euch? Ja, in jedem Wettbewerb, in dem man antritt und die Chance hat zu gewinnen, glaube ich, da hat jeder Fußballer schon Lust drauf, den auch zu holen. Und wir auch, die Möglichkeit ist da. Es ist ein sehr, sehr starker Wettbewerb. Ich glaube, das täuscht manchmal im Schatten der Champions League, aber wenn man sieht, welche Mannschaften da jetzt schon in der Zwischenrunde aufeinandertreffen, dann weiß man eben, wie stark dieser Wettbewerb ist. Und wenn man als Borussia Dortmund die Chance hat, auch so einen Wettbewerb zu gewinnen, dann ist es eine große Herausforderung, aber auch eine große Möglichkeit, diesen Titel zu holen. Na primeira mão, os fãs demonstraram a vontade que têm de ver o clube a vencer esta Liga Europa. Como é que pensam responder às expectativas dos fãs? Obviamente, quando estamos numa competição, seja ela qual for, temos, qualquer futebolista tem o objetivo de a vencer. Esta Liga Europa vive um bocado na sombra da Liga dos Campeões, mas sim, se olharmos para a lista de equipas que estão a participar na mesma, vemos que é uma competição também ela muito forte e, obviamente, é também há uma grande vontade nossa de a vencer e iremos fazer tudo para conseguir. Die letzte Frage an Sven Bender, bitte die Dame. Hola, Lola Hernández de Fox Sport. Pido la ayuda al compañero traductor. Mañana el Borussia Dortmund... Aquí. Espera. Mañana el Borussia Dortmund va a salir encerrado atrás en defensa esperando la contra para marcar algún gol más. Also, die Frage lautet, morgen muss eigentlich Dortmund nur defensiv spielen und mit dem Ergebnis spielen. Also bedeutet das, dass die Mannschaft auch defensiv spielen wird? Also auf Ergebnis spielen, glaube ich, das war noch nie unser Ding. Für uns ist es wichtig, dass wir in die nächste Runde einziehen. Für uns ist es aber auch wichtig, unser Spiel durchzuziehen, weil das für uns erfolgreich ist. Und nur mit unserer Art Fußball zu spielen, sind wir dann auch letztendlich in solchen Spielen erfolgreich. Und dieses Spiel werden wir durchziehen und dann hoffentlich auch in die nächste Runde einziehen. A pergunta, amanhã o Dortmund só precisa de facto de jogar de forma defensiva para gerir o resultado da primeira mão. Significa então que irão optar por uma abordagem mais defensiva ao jogo. Não jogamos para gerir resultados, nós entramos em campo com o objetivo de jogar o nosso jogo, porque sabemos que só assim é que é possível de facto vencer jogos e é assim que iremos entrar também em campo. Danke Sven, dann bist du jetzt entlassen und den Trainer habe ich schon gesehen, wir machen weiter mit Thomas Tuchel. Ja, und auch hier bitte ich wieder um Ihre Fragen und Ihre Handzeichen, falls es Fragen an Thomas Tuchel gibt, wovon ich mal schwer ausgehe. Heinz Büse, bitte.
Herr Tuchel, wie sieht es personell aus? Es gab zuletzt mit Gündogan und Weinfeller zwei grippeerkrankte Profis. Sind beide wieder so fit, dass sie eine Option für die Startelf sind? Sind wir beide mit dabei. Bei Ilkay ist das so. Hat sich ein bisschen schnell erholt und er hat es nicht so schlimm erwischt. Bei Roman steht ein dickes Fragezeichen dahinter und die Tendenz geht dazu, dass es nicht klappt. Pessoalmente, como é que irá fazer a abordagem ao jogo, né? Uma vez que há dois jogadores engripados? Ilkay Gündogan. Gündogan. Weidenfeller. Weidenfeller. Portanto, ambos estão a sofrer de gripe. A resposta, portanto, ambos viajaram com a equipa, portanto, e estamos ainda a aguardar para saber se estarão em condições de jogar amanhã. Uli Klose, hier in der Mitte. Uli, können wir kurz auf ein Mikrofon warten? Dankeschön. In der Champions League ist eigentlich immer so, dass der Spieler in die Pressekonferenz kommt, der auch dann spielt. Wird dieses System auch in der Europa League adaptiert? Da der Herr Flicke nicht weiß, wer morgen spielt und ich auch noch nicht, können wir das so nicht machen. Die Regel gibt es übrigens auch in der Champions League nicht. Das ist meistens so, aber die Regel gibt es auch. Nice try. Okay, alles klar, danke. Soll ich? Ja. Ok, also a pergunta foi, na Liga dos Campeões é hábito o jogador que vem à conferência de imprensa na véspera do jogo também entrar a titular no jogo no dia seguinte. Contudo, não, nada é certo que isso aconteça, portanto o que se aplica na Liga dos Campeões não é necessariamente o que se aplica na Liga Europa. Hallo Herr Tuchel, Sie waren vor einer Woche voll des Lobes für den FC Porto. Die waren dann doch relativ ungefährlich in Dortmund. Was erwarten Sie morgen? Eine offensivere Mannschaft, die alles geben muss? Und eine zweite kurze Frage. Dortmund hat die drei Male, die Sie in Portugal gespielt haben, immer verloren, aber zwar nur mit einem Torunterschied. Das würde ja morgen reichen. Das haben Sie mich vor einer Woche schon gefragt. Genau. Also Sie haben aber immer nur mit einem Torunterschied verloren. Würden Sie das heute kaufen oder spielen Sie morgen schon auf Sieg? Das ist eine schwere Frage. Aber ein Weiterkommen natürlich würden wir sofort nehmen. Obwohl, ja, mein Wunsch ist, dass wir das Ergebnis das Ende des Prozesses ist, sodass wir die Freiheit haben, unser Spiel zu spielen, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass es auch unserer Stärke aus dem Hinspiel, unserer Dominanz, unserer Konzentration und unserer Energie geschuldet war, dass sich Porto nicht so entfalten konnte im Hinspiel. Ich erwarte für morgen ein sehr mutiges Porto, ein sehr, sehr starkes Porto. Porto, das auch nochmal gesperrte Spieler zurückbekommt in der besten Aufstellung. Und wir freuen uns auf dieses Spiel, auf diesen Wettbewerb, uns mit den Besten in Europa zu messen. Wir fühlen uns bereit dafür. Wir wissen aber auch, dass wir unsere beste Leistung brauchen. Nochmal, mein Wunsch ist es, dass wir uns frei machen vom Ergebnis, dass wir es komplett neu beginnen, dieses Spiel, dass wir uns ganz neu drauf einlassen und dass wir uns auch zutrauen, wieder unser bestes Spiel zu machen und dass am Ende dieses Prozesses, am Ende dieses Spiels das Ergebnis steht, das uns verdientermaßen dann in die nächste Runde bringt. Aber es ist erst die Hälfte. Wir wissen, dass wir führen. Wir wissen, wie stark Porto zu Hause spielen kann, wie emotional das Stadion werden kann. Wir sind sehr gespannt drauf, wir sind voller Vorfreude darauf. Das ist ein großes Privileg, meine Mannschaft morgen dabei zu coachen und auch dabei zu beobachten, wie wir damit umgehen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir erneut in der Lage sind, ein sehr gutes Spiel zu machen, weil es einfach sehr viele Spieler gibt, die bei uns auch, die diese Atmosphäre lieben und die diese Atmosphäre brauchen, um ihre beste Form abzurufen. No jogo da primeira mão, antes do jogo, deixou muitos elogios ao Futebol Clube Porto, contudo, em campo não se viu um Futebol Clube Porto muito perigoso. Conta para amanhã com um Futebol Clube Porto mais aguerrido, mais ofensivo. Segunda pergunta, o Dortmund sempre que chegou em Portugal perdeu sempre, mas foi sempre por um golo de diferença, o que serviria para amanhã? Pensa que ficaria satisfeito com uma derrota por um golo apenas? Resposta, portanto, queremos passar, mas esperamos que o resultado não seja consequência de termos jogado o nosso futebol.
Obviamente que espero um futebol do Porto na máxima força, até porque irá ter o regresso de alguns jogadores que estavam destinados para o jogo da primeira mão. Estamos felizes, obviamente, por jogar a Liga Europa, mas, mais uma vez, não queremos jogar a pensar no resultado. Queremos que no final tenhamos um resultado favorável, até, mas que seja consequência de termos jogado o nosso futebol. O Futebol Porto tem um grande público, é um privilégio estar aqui a jogar, mas estamos ainda assim confiantes, estamos confiantes que vamos fazer um grande jogo. Sebastian. Sie haben ja schon gesagt, Sie erwarten Porto offensiver, aggressiver vielleicht als im Hinspiel. Heißt das dann, dass Sie auch mit Ihrer Mannschaft eine etwas andere Herangehensweise wählen müssen? Oder würden Sie eher sagen, wenn man das Spiel genauso angeht wie das Hinspiel, dann wird die Offensive gar nicht so sehr zur Entfaltung kommen? Das ist ja immer so. Also das ist immer Aktion und Reaktion. Deshalb, es liegt ja immer auch an uns, wie viel wir zulassen es liegt ja auch am Quäntchen Glück, am Spielverlauf, was alles passiert. Und das Wichtige ist, auf alles vorbereitet zu sein und für alles offen zu sein und die Initiative zu ergreifen, auch den Mut zu haben, in Porto die Initiative zu ergreifen. Das ist mein Wunsch für morgen und das ist das, was wir uns von der Mannschaft wünschen und den Mut, den wir aufbringen wollen. Disse que esperava um Futebol Clube do Porto mais ofensivo. Significa isso que vai abordar o jogo de forma diferente, de maneira a tentar anular o ataque do Futebol Clube do Porto. Aquilo que uma equipa produz em campo é muitas vezes consequência da interação entre as duas equipas. Uma equipa ataca o que a outra permite que ataque. Queremos, obviamente, queremos ter iniciativa do jogo, com essa ideia que temos trabalhado e que temos preparado os jogadores, é isso que esperamos também da equipa para amanhã, ter iniciativa do jogo. Und ich bin mir sicher, dass es sich nicht auf eine Spielsituation oder auf eine Handlungsweise, sprich nur auf Angriff morgen reduzieren lässt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir alles benötigen, dass wir Phasen benötigen, in denen wir herausragend gut angreifen, in denen wir immer eine gute Struktur bewahren. Wir werden Phasen erleben, in denen wir sehr, sehr aufmerksam und fleißig verteidigen müssen. So, deshalb ist es wichtig, eine komplette Leistung morgen zu bringen. Tenho também a certeza de que amanhã o jogo não irá, em princípio, proporcionar momentos em que irá haver uma equipa, ou melhor, não será um jogo em que toda uma só equipa estará a atacar e outra a defender, irá haver momentos em que iremos ter que atacar, outros momentos em que iremos ter que organizar mais na defensiva para anular o ataque do Futebol Clube do Porto, portanto irá haver momentos em que ambas equipas irão ter iniciativa de jogo. Heiko Ostendorp. Herr Tuchel, Sie haben zuletzt relativ viel rotiert aus verschiedenen Gründen. Ist es eigentlich der Plan, das dabei zu belassen in den nächsten Wochen, also das durchzuziehen? Und was mich interessieren würde, betrachten Sie das Spiel morgen dabei eigentlich losgelöst von den nächsten Aufgaben? Also sprich, denken Sie jetzt schon, ach, danach kommt Hoffenheim und Bayern und Darmstadt? Oder ist das, die Aufstellung hat damit mit den kommenden Aufgaben gar nichts zu tun? Ja und nein. Also ich weiß definitiv heute nicht, wie wir gegen Hoffenheim spielen und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns alle komplett auf das Spiel morgen einlassen und dann wiederum komplett auf das Spiel gegen Hoffenheim einlassen, denn die Spiele bieten zu viel Dinge, die wir nicht vorhersehen können und deshalb ergibt sich eigentlich auch die Rotation, die wir bisher gemacht haben. Es ergibt sich sehr spät, am Spieltag meistens erst, am Abend vorher, am Morgen, wenn ich noch meine Nacht drüber geschlafen habe. Wenn wirklich alle Szenen des Gegners ausgewertet sind, dann erlauben wir uns jetzt auch, nachdem wir etwas länger zusammen sind, darauf zu reagieren. Wir haben jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen mit einem sehr großen, körperlich präsenten Doppelsechs gespielt vor der Abwehr, weil wir viele, viele hohe Bälle, viel Kampf um den zweiten Ball erwartet haben, weil wir wussten, welche Bedeutung dieses Spiel auch in Leverkusen bekommt, in ihrer Zielsetzung Richtung Champions League und haben uns da für eine physische Komponente entschieden. Und deshalb ist es am Ende immer aus der Analyse des Gegners ein Abwägen, nach unserer Aufstellung mit den allerletzten Eindrücken bis zum letzten Training, wer hat gerade Form, wer hat Frische, wer hat Selbstvertrauen, wer strahlt das gewisse Etwas aus, was ist eine gute Verbindung. Wir haben in Leverkusen den Spielaufbau anders gestaltet als zuletzt gegen Porto. Diese Überlegungen fließen alle mit ein und ergeben nachher dann die Startelf. Ich bin sehr glücklich im Moment,
dass der Kader zum einen mit Ausnahme jetzt von Papa gesund ist, dass wir viele wettbewerbsfähige Spieler haben und dass wir in vielen unterschiedlichen Konstellationen in der Lage sind, miteinander zu spielen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für uns, aber es kann durchaus sein, dass wir auch die nächsten drei Spiele gleich beginnen. Nos últimos jogos tem vindo a fazer muita rotação da equipa. Irá continuar a apostar nesta rotação ou irá alterar alguma coisa? Neste sentido ainda, o jogo da manhã irá estar de alguma forma condicionado com os próximos jogos, nomeadamente para a Bundesliga, como o próximo jogo contra o Hoffenheim. Não sei como é que irá abordar o jogo com o Hoffenheim. Eu não pensei nisso. Amanhã vamos jogar com o Futebol Clube Porto e é esse jogo que neste momento nos preocupa. A rotação é algo que fazemos e decidimos muitas vezes muito em cima do jogo, portanto fazemos uma análise ao adversário e é muitas vezes em cima da hora do jogo que conforme o adversário que iremos enfrentar, que decidimos quem irá jogar. Por exemplo, no último jogo contra o Leverkusen tivemos a necessidade de jogar com um trinco muito forte no jogo aéreo, porque sabemos que o Leverkusen aposta muito nesse tipo de jogo, pelo que mais uma vez a análise é sempre feita muito em cima da hora e é daí que resulta a rotação da equipa. Estou contente sobretudo por ter um plantel em que a maior parte dos jogadores estão disponíveis, o que me permite também formar diferentes equipas, o que é muito positivo para mim nesta altura. Die letzten beiden Fragen bitte, the last two questions for today, the floor is yours. Herr Tuchel, was erwarten Sie morgen von der Mannschaft von FC Porto? Wie ich es vorher gesagt habe, ich erwarte ein sehr mutiges Porto. Ich erwarte ein Porto in Bestform. Ich glaube, dass die Mannschaft gewohnt ist, in besonderen Spielen besondere Leistungen zu bringen, dass sie es liebt, auf dieser Bühne zu spielen. Die portugiesische Liga ist nicht so ausgeglichen, dass diese hochkarätig besetzte Mannschaft dort als klarer Favorit spielt und nicht jede Woche diese Bühne hat, sich auf allerhöchstem Niveau zu messen. Deshalb sind sie es gewohnt. Ich glaube, sie lieben diese europäische Bühne und haben das jetzt über Jahre, ich habe beinahe gesagt Jahrzehnte auch bewiesen. Und deshalb erwarten wir das beste Porto. Und das ist ein sehr mutiges Porto, das alles daran setzen wird, den Rückstand auszugleichen und in einen Sieg umzukehren. Und das bedeutet für uns, dass wir auch unsere beste Leistung benötigen und ganz nah an unserem Limit. Wir brauchen spielen müssen, wir brauchen eine absolute Top-Leistung. O que espera do Futebol Clube Porto para amanhã? Espera um Futebol Clube Porto muito corajoso a jogar na sua máxima forma. Sabemos que o Futebol Clube Porto gosta deste tipo de jogos, jogos europeus que permitem jogar com adversários de grande envergadura, uma vez que na Liga Portuguesa não está habituado a ter jogos tão equilibrados, visto ser um campeonato relativamente desequilibrado. Contamos também que o Futebol Clube Porto entre com toda a vontade para virar a eliminatória e é nesse sentido que temos de estar preparados. Moritz Leica. Gonzalo Castro war zuletzt zweimal nicht im Kader. Heute war er wieder, zumindest im Flugzeug, wieder dabei. Sie haben, glaube ich, auch nochmal ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm gesucht. Hat in der Zeit, die ihm jetzt geblieben ist, auch eine Reaktion gezeigt, auf die Sie vielleicht gehofft haben? Und hat er morgen wieder Platz im Kader? Können Sie das schon sagen? Nee, das kann ich zum einen noch nicht sagen. Zum anderen ist wenig Zeit für eine Reaktion auf dem Platz, weil wenig Zeit für Training ist aktuell. Was soll ich sagen? Also ich bin nicht so glücklich, dann, dass diese Personalie jetzt über Gonzo dann so ins Licht gezerrt wird. Mich hat in den letzten Wochen niemand nach Juho Park gefragt. Der hat für uns in Mönchengladbach begonnen, wird herausragend gut gespielt und war in Folge jetzt nicht im Kader. Mich hat nie jemand danach gefragt. Mich hat niemand danach gefragt, wo Adrian Ramos ist, als er nicht im Kader war, obwohl er in den Spielen davor im Kader war und für uns gespielt hat. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in einem Nuri Sahin war nicht im Kader, obwohl er gegen Porto begonnen hat und herausragend gut gespielt hat. Ich bin auch nicht bereit, diese Diskussion zu führen und sie öffentlich zu führen, denn das denke ich, führt am Ziel vorbei. Das Ziel ist, 21 wettbewerbsfähige Profis in unserem Kader zu haben. Das sind natürlich zwei absolute Youngster dabei, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht das Standing haben, aber sie sind vollwertige Mitglieder für unseren Kader. Und die Schwierigkeit dabei ist es, am Ende 16 zu benennen. Ich bin ein großer Verfechter davon, 18 und 20 Feldspieler zu benennen.
Das würde alle Szenarien, wie wir auch wechseln können, dann am Ende abdecken. Es gibt zahlreiche Spiele, in denen ich mir wünschen würde, ich hätte einen anderen Spieler mitgenommen, weil ein Szenario eintritt, das ich so nicht vorher, das sich auch nicht alles absehen lässt. So, deshalb müssen wir uns am Ende auf 16 festlegen und da ist auch nicht immer automatisch impliziert, dass ich mit jemandem Streit habe, dass jemand schlecht trainiert, dass sich jemand daneben benommen hat oder so schlecht gespielt hat, dass er einen Denkzettel braucht. Es ist manchmal, es kann aus unterschiedlichsten Gründen sein und ich muss nochmal 16 benennen, 10 Feldspieler starten und 6 haben wir auf der Bank. Und brauchen für diese 6 alle Positionen abzudecken, um alle Positionen möglichst flexibel abzudecken. Und ja, jetzt hat Gonzo innerhalb von 4 Tagen zweimal getroffen, dass er nicht im Kader ist. Eine Entscheidung war eine zugegeben sehr, sehr schwere und für ihn auch sehr persönlich sehr harte, weil es ausgerechnet gegen Leverkusen ging. Aber als die Entscheidung für die Startelf gefallen war, war es so, dass Mo Leitner in der offensiveren Rolle eine Chance bekommen hat und damit Shinji die Wechselrolle zugestanden wurde, die auch natürlich Gonzalo für uns spielen kann. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Gonzo kann morgen auf absolut hohem Niveau spielen, weil wir in der Lage sind, diese Entscheidung natürlich zu begründen und weil die Spieler in der Lage sein müssen, sie zu akzeptieren. Anders funktioniert diese Gruppe nicht. Und anders funktioniert ein so hohes Niveau nicht mit einer Mannschaft. Und deshalb erwarte ich auch bei harten Entscheidungen, die weiter fallen werden. Da kommt Ilkay Gündogan zurück, es kommt Nuri Sahin zurück, es ist Sven Bender jetzt wieder bereit, regelmäßig für uns zu spielen. Die werden nicht ausbleiben. Und was wir brauchen, ist, dass jeder bereit ist, sein Ego hinten anzustellen und bereit ist, weiterhin alle Energie in diese Mannschaft zu geben, abseits von seinen ganz persönlichen Befindlichkeiten. Und das ist das, was Gonzalo macht. Und deshalb hat Gonzo morgen die Chance zu starten. Da liegen noch 2 Trainingseinheiten dazwischen. Und ich muss noch ein paar Analysen machen und mir klar werden, wer spielt. Und dann neues Spiel, neues Glück. O Gonçalo Castro ficou de fora nos últimos 2 jogos, mas viajou com a equipa. Terá havido alguma conversa entre os jogadores com o jogador para eventualmente superar alguns problemas pessoais que possa ter existido, o que significa que poderá jogar amanhã. Eu não quero estar a responder, não quero estar a entrar neste tipo de discussão, porque não gosto deste tipo de, enfim, questões pessoais que se possam levantar relativamente aos jogadores. Nos últimos jogos também tivemos situações em que tanto o Parque como o Ramos não jogaram e ninguém veio questionar do motivo, se tinham jogado pior, se tinha havido algum tipo de problema pessoal com o treinador. Temos 20 e poucos jogadores no plantel e no jogo, para a ficha de jogo, só podemos contar com 16, portanto temos de tomar sempre uma decisão que implica alguns caem de fora. Não quer isto dizer que existam problemas pessoais ou que existam problemas de desempenho dos jogadores. Temos sempre cobrir todas as possibilidades. É óbvio que é difícil deixar alguém de fora, mas são jogadores profissionais e têm que saber aceitar que nem sempre poderão jogar. Contudo, o Gonçalo Castro é um excelente jogador, ainda faltam-nos 2 treinos até o jogo, portanto existem, obviamente, possibilidades de ele jogar se ajustar para a estratégia de jogo. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank Thomas für deine Antworten. Ein kleiner organisatorischer Hinweis noch, das Training beginnt in wenigen Minuten. Die ersten 15 Minuten sind öffentlich für die Medienvertreter. Dankeschön. Tschüss.